Ist nicht so gut. Und das war Zerstörung. Gut, was haben wir hier? Trollbombe! Eieiei! Geh weg! Och nein! Warum? Da, la. Natürlich zitscht das Ding sich raus. War ja klar. Da, ha, 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 ha. Kommst jetzt mal her, bitte. Durch jetzt, wo ich unten schieße, gehen sie alle oben hin. Ich mag keine Greedköpfe. Greedköpfe sind echt doofe Gegner. Okay, jetzt haben wir tote Gegner. Dam, 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 dam. Wie soll ich da ausweichen? Voll eingegessen. Habt ihr es gesehen? Wahnsinn. Nein, hätte ich fast das Herz aufgesammelt. Alter, was tue ich? So, dich Ding zerstören. Und dann dich zerstören. Komm nur her. Danke. Paste-Räume. Sind so schön. Gut, die Karte ist wieder bereit. Hermit bringt mich zum Shop. Shop bringt mir aber nichts. So für Abel. Ja. Ja, jetzt haben wir so einen lustigen Gesell, der rundherum im Raum rundherum fährt. Und der macht immer genau das Gegenteil von uns. Wenn wir nach oben gehen, geht er nach unten. Wenn wir jetzt nach rechts schießen, schießt er nach links. Ja. Na, da ist jetzt nicht so nützlich, der Kollege. Halalala. Hör auf mit deinen Bomben, bitte. Hörst du auf? Bombenarmee. Defcard und Hermit. Nehmt Def mit. Die Defcard ist immer gut. So, der Shop da unten, wie gesagt, der bringt nichts. Weil ich zu wenig Münzen habe. Oh nein! Reedköpfe. Oh Gott. Ich hasse diesen Viecher. Drecksviecher. Das war übrigens das Keldicross, glaube ich. Warum wir jetzt ein Schutzschild gehabt haben. Judgment, spawnt einen Bettler. Ich glaube, das mache ich aber auch noch nicht. Hätte ich lieber die Death Card mitgenommen. Ich Idiot. Ja genau, schießt mal ein paar Steine weg, nicht mich wegschießen. Ah, Mensch. Dumm. Dumm, 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 dumm. Dann nehmt erstmal die Death Card mit. Moment. So. Hier ist es Hermit. Wo habe ich meine... Wo habe ich meine Death Card? Hä? Habe ich den Bossraum? Wenn ja, warum? Ich habe zwei Hermit-Cards. Ach so. Ich verstehe. Okay. Dam, dam, dam. Ja, der Run ist schon wieder zähflüssig. Das ist echt... Ah. Diese Eve-Runs, ne? Ich weiß auch nicht. Ist irgendwie nicht schön. Ich mag diesen Charakter nicht. Boah, Abel, du bist so unfähig, weißt du das? So unnütz. Ein Schlüssel. Copy-Paste-Räume, yay.
Du hinten in deiner Ecke, ne? Nervst mich. Ah, oh, diese Tierstown-Pille, ne? Oh. Hat so viel Schaden weggenommen. So. Oh, Spinnen auch noch. Tschüss. Ne, danke. Dwarf-Klaps. Nehme ich gerne. La, 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 la. Wo habe ich denn jetzt Judgment geparkt? Ach, hier. Okay. Gut, dann schauen wir doch mal im Boss hinein. Husk. Okay. Du bist schnell. Auf jeden Fall. Da. Hilfe! Ich hab langsam Angst. Oh Gott. Spinnen. Hi. Spinnen? Fliegen. Fast das gleiche. Aber wir haben ihn irgendwie geschafft. Schön. Hybrid ist das. Nee, ich nehme Judgment, bitte. Setze ich ihn auch gleich mal hier ein. So, Bettler, give me something good. Ja. Okay. Das war schnell. Hätte ich auch die High Priests mitnehmen können. Hätte ich das gewusst hätte. Jetzt können wir auf jeden Fall zwei Trinkets tragen. Was schön ist. So, dich erstmal eliminiert. Und dich auch, komm. Dauert mir zu lang. Und dich genauso. Tschüss. Keinen Bock auf euch. Aber Moment, wir können jetzt zwei tragen. Ha! Und hier haben wir den Bumfriend. Den Bestfriend. Der erschafft so eine Attrappe von mir. Da geht sogar der Cube of Meat hin. Okay. Und explodiert dann. Nice. Ja. Können wir auch liegen lassen. Schön, dass die ganzen Itemräum-Items X bringen. Die alle unnütz sind. Das ist halt das Problem, wenn man so viele Items freigeschaltet hat, ne? Dann kriegt man auch eine Menge Rotz. Und tschüss. Okay. Ach nein, euch Viecher wieder. Komm. Kommt alle her. Und tschüss. Die sind jetzt aber auch schön alle reingelaufen, ne? Das war jetzt toll. La 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 la. Okay, ich hab den Hanged Man. Den werde ich gleich mal einsetzen. Und mach euch platt. Cube, du schaffst das. Dankeschön. Es war genial. Auf jeden Fall. So, und ich gehe gleich zum Boss. Ja. Warum habe ich mich jetzt zweimal hinten lassen? Kann mir das jemand mal erklären? Loki! Ist doch so ein nerviger Typ. Da, 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 bam, bam. Da, da.
Ja, ist gut, Mann. Stimmt jetzt endlich. Wie wär's denn? Dankeschön. Die Unterhose. Wow, wir kriegen immer bessere Items. Das ist ja... Wow. Wahnsinn, ey. Nee. Ja, dieser Run. Wir haben noch nichts Gutes bekommen, bis auf das erste Item des Blutes Märtyrers. Da haben wir noch nichts Gutes bekommen. Traurig ist das. Boah, Alter. Und die Tierstown-Pille, das war echt fatal. Da-da. Dieser Abel, er ist so nutzlos. Schaut euch das an. Meine Phrase, ey. So, was haben wir hier? Eine Trollbombe. Boah, das hat sich gelohnt, muss ich sagen. Euch Viecher, ne? Stirbt! Ich hasse diese Gegner, ich hasse sie! Tschüss! Okay, was ist das? Moon. Er bringt mich schon mal zum Geheimraum. Sie hat sich nicht schlecht. Das Deck of Cards ist auch bereit. Two of Diamonds. Scheint bereit, like a diamond. Skeletten-Key. Da kann ich auf jeden Fall in den Shop reinschauen. Natürlich. Da gehe ich einmal in den Run in den Shop, ne, und schon ist wieder Greed drin. Ich habe echt mehr Greeds als Shops. Und natürlich kurz bevor er drauf geht, spawn natürlich nochmal auf Matt und erst. Kollege! Mensch, ey! Give me all that coins! Hier haben wir noch Fistula. Hm. Das gibt mir aber auch kein gutes Item. Ich sehe wenig Hoffnung in dem Run. Ehrlich gesagt. Sie echt wenig Hoffnung. Der wird wahrscheinlich nichts werden. So, ich biebe mich nochmal zum Geheimraum. Wo auch wieder nur Geld ist. Geld allein bringt mir nichts. Das hatte ich glaube ich schon mal, ne? Die Diskussion. Komm, ich gehe eine Etage tiefer. Ich brauche keinen Skeletten-Key. Wozu bitte? Wenn jetzt in dem Itemraum nichts Gescheites ist, dann... War es das wahrscheinlich? Oh, diese Feuerrade, ne? Oh. Ah, ist der Raum schön. Meine Güte, ich habe den Raum überlebt. Und das ist wieder Curse of Darkness, merke ich gerade. Oh. Warum? Na komm. Lasst euch treffen. Einfach Sterbi-Sterbi machen. Blaues Herz, wo ich nicht rankomme. Dann mache ich es, dass ich rankomme. So. Was haben wir hier? Oh. Oh. Die Katze. Das ist schon mal ein bisschen Schaden. Das ist nett, auf jeden Fall. Ein Lichtblick vielleicht. Vielleicht war das die entscheidende Wendung, dass ich wenigstens Satan schaffe. Ja. Ehrlich gesagt habe ich keine Hoffnung, dass ich irgendwie Isaac oder so schaffe. Oder den Chest. Unmöglich.
Nein! Ach komm. Wenn ich mich natürlich so hinten lasse, dann wird das auch nichts mehr. Okay. Poison Bombs. Yay. Wow, das ist toll. Not. So, dich down. Und dich down. Und dich down. Upfies! Wahnsinn. Wahnsinn einfach nur. Jetzt geht das Genube hier los. Was ist denn? Warum? Gott. Warum habe ich jetzt so oft hinten lassen, Alter? Ich glaube, ich nehme sogar die roten Herzen auf. Vertraue jetzt lieber auf die Katze. Traurig, aber wahr. Zack. Tears down. Yay. Ganz bestimmt werde ich das nehmen. Hier hätten wir noch ein paar blaue Herzen. Nie. Okay. Das nehme ich auch mit. Und die von 2 ist Mom. Ich verbrate hier ein paar Münzen. Dafür muss ich, glaube ich, keinen Schnitt machen extra. Mit dem paar Münzen. Na komm, gib mir was automatisch. Ich weiß doch, dass du mir was Gutes geben willst. Wie zum Beispiel ein paar blaue Herzen. Das ist gut. Oder eine Sandkarte, das ist auch gut. Ich sag schon wieder Karte, ne? Kart! Oder Karte. Aber nicht Karte. Oh, Curved Horn. Das ist nett. Komm, ich hätte gerne die Curved Horn und... Genau, so. Curved Horn und Mom's Pearl. Ja, was haben wir hier? Chariot. Hm. Und hier? Strength. Na, die können ja danach noch Curved Horn aufheben. Ist ja kein Problem. So, mache ich. Kann ich irgendwas mit dem Chariot machen? Den ich jetzt wieder verloren habe. Da ist er. Kann ich was mit dem Chariot machen? Hm. Ist echt doof. Ich hasse es, wenn man die Map nicht sieht. Ach, das ist so dumm. Ah, hier war ich noch gar nicht drin. Das ist cool. Ich kann den Chariot... Na gut. Den kann ich auch mit der Katze kaputt machen, leicht. Da! Wow, das war Schaden. Schön. Wisst ihr was? Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Schön. Ja, war gut eingesetzt. Finde ich. Vergiftete Bomben sind aber interessant für Bosskämpfe. Wieso benutze ich eigentlich meine Katze nicht? Fragt mich nicht, warum ich jetzt die Katze nicht benutzt habe. So, schwupp. Kane's Ei. Was macht das nochmal? Macht das nicht auch einen Abel? Ich glaube schon.
Eieiei. Lausatz, schön. Und das war fast getroffen. Okay. Also, was habe ich jetzt noch nicht gemacht? Ach, irgendwo noch was. Ach ja, in dem Stachelraum da oben. Schauen wir auch rein. Da ist denn da die Fliegen drin. Na gut, dann nehmen wir das Curved Horn auf jeden Fall mit. Genau das. Und die Sun Card möchte ich am liebsten. So, Maps Pearl. Und das Curved Horn. Genau. So habe ich mir das gedacht. Auf zum Arm. Isaac! Du Kollege, der ist da oben. Okay. Mom, no hit! I'm the best. Aber ich nehme mal, nehme ich das Polaroid mit? Ach komm, nehmen wir es mit. Vielleicht bringt es ja irgendwas, vielleicht kriege ich ja noch das Imba-Item. Ich glaube es zwar nicht, aber man kann es ja mal probieren. Ja, wenn das Spiel lädt, natürlich. Immer die Voraussetzung. Hallo? Spiel? Hallo? Spiel? Ja, Spiel ist gut. Ja. Okay. Es hat sich wieder gefangen. Sehr schön. Okay, jetzt habe ich wenigstens mit der Katze ein bisschen Schaden. Das ist gut. Ein bisschen ist gut. Ein bisschen viel. Das war fast getroffen. Ach komm! Okay. Da ist Greed im Geheimraum, glaube ich. Zeigt mir der Kompass. Und dich zerstören. Ah. Zweimal Gemini ist nicht schön. Nein, absolut nicht. Da! Nein, das wollte ich gar nicht aktivieren. Aber gut. Hat funktioniert. Irgendwie. Oh Gott. Halt doch nicht so viel aus. Tschüss. Wo geht's zum Boss? Dampf. Ha! Jawohl. Ah, jawohl, hat doch getroffen. Wunderbar. Da, da, da. Das war grandios. Wow. Epic. Okay, gehen wir gleich zum Boss, komm. Conquest. Conquest. Oh no. Weil von dem bringt mir das Item auch nichts. Weil ich die Kerze brauche. Du bringst mir nichts, Kollege.
Ja, das wird nah der Kampf, ich sehe schon. La, la, jetzt haut er natürlich ab. Oh Mann. Ja. Merke ich schon mal, dass dieser Kampf uncool ist? Boah, charge doch nicht immer zu. Kannst du mir das mal lassen? Ah! Oh, Alter! Leck mich doch am Arsch! Mensch, was soll das? Ach, komm. Du dummer Typ. Es geht dann so lange, bis ich die Lust verliere. Und dann wäre ich gehittet. Alter. Wow. Wir bekommen das weiße Pferd. Hatte ich, glaube ich, schon mal, oder? Auf jeden Fall können wir mit dem weißen Pferd chargen und ein Judgment erzeugen. Und fliegen. Aber ich brauche die Katze. Ah. Doof, doof, doof. Da hätte ich jetzt ein schönes Fliegen-Item, aber... Ein die zur Kerze. The Candle. Ah. So, weg mit dir. Oben oder unten? Unten. Ah. Ja, natürlich. Na komm, stirb doch. Bist doch fast down, komm. Okay. So, jetzt nach rechts. Ich hoffe, da ist der Boss. Das hoffe ich wirklich. Ha. Und das war grandios hinten lassen. Der Raum war aber auch zugemüllt mit Gegnern, Alter. So, was haben wir hier? Tour of Hearts. Ah, ich bleib bei meiner Sun. Okay, Spiel, jetzt willst du mich tot sehen, oder? Glaube ich. Jetzt will das Spiel mich tot sehen. Ich verstehe schon. Hm, klar. Logisch. Ich meine, ne? Ja, habt schon recht. Vollkommen recht. Hm. Nee, ist klar. Ist klar. Ist klar. Okay. Oh, hier die Sun-Karte aktivieren sollen. Oh. Ich schaffe nicht mal mit Eve bis zu Sadan zu kommen. Traurig, traurig, traurig. Gut, Freunde, würde ich aber sagen, das war's dann erstmal wieder für heute am Let's Play The Binding of Isaac. Und ja, man sieht sich dann im nächsten Run wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.